Ich wünsche jede Frau, so gebären zu können, wie ich es konnte und wie ich die Möglichkeit hatte. Es war ein wunderschönes Erlebnis für mich und ich denke fast täglich daran zurück, wie kraftvoll und wie voller Vertrauen und positiven Gedanken ich dabei war. Und es war so fantastisch zu sehen, wie ich konnte meine Gedanken beobachten und ich konnte sehen, wie positive Gedanken mich in einen so natürlichen Flow brachten, dass ich richtig schön mit den Geburtswellen gehen konnte. Und ich konnte auch bemerken, wie negative Gedanken sich nicht gut auf meinen Körper auswirkten. Und so durfte ich wirklich selbstbestimmt, bewusst den Geburtsprozess steuern. Und das war für mich ein unglaublich transformierendes Erlebnis. Ich wünsche jeder Frau, dass sie so gebären darf und dass sie die Möglichkeit dazu haben darf, solche Techniken wie die Techniken der sanften Geburt kennenzulernen und anwenden zu können. Ich selbst habe jede Technik, die wir bei Urs gelernt haben, angewendet. Im Verlauf des Geburtsprozesses konnte ich von jeder Technik profitieren, sowohl von den positiven inneren Bildern als auch von den Affirmationen und der Partnerhypnose, die ich während der Schwangerschaft mehrmals geübt habe. Zu spüren und zu erkennen, dass all das während der Geburt wirkt und mich in einem großen Fluss des Vertrauens hält. Das war unglaublich schön und hat sich auf meinen Körper so positiv ausgewirkt, dass mein Körper sich komplett entspannen konnte und ich die Wassergeburt haben durfte, die ich mir immer gewünscht habe. Und die Geburt war schnell, entspannt und sie war voller Kraft. Ich bin heute noch sehr dankbar für dieses Erlebnis. Ja, und würde auch noch mal ein drittes und viertes Mal gebären wollen. So, auf diese Art und Weise. Es war praktisch ein spirituelles Erlebnis, schlussendlich auch, so gebären zu dürfen, mit sich selber so im Kontakt zu sein und so in der Präsenz zu sein. Und vor allem in vollem Vertrauen zu sein, dass es gut kommt. Und zu merken, wie der Körper auf dieses Vertrauen wie ein Freund auch vertrauensvoll reagiert. Und eben die Geburt fließend, natürlich und organisch fortschreiten kann. Und es nachher zu einem wunderschönen Geburtserlebnis kam, wo ich dann auch so ganz tief und schön mit meinem Kind mich verbinden konnte, als das Kind da war. Und nach so einer Geburt ist man als Mutter auch total präsent, erfüllt, entspannt. Und ich dachte nur, ja, wann geht's jetzt eigentlich los? Aber es war schon vorbei. Und ich konnte einfach genießen und voller Energie diesen Zustand genießen und war überhaupt nicht erschöpft danach. Also das war für mich schon auch ein überwältigendes Erlebnis.